Ja, ich habe jetzt das Vergnügen, hier mit einem der besten Surfer Deutschlands, Gunnar, und einem Surfbrett-Spezialisten, so kann ich dich nennen, Andreas. Gleich mal zum Start, die perfekte Kombination. Wie wichtig ist es denn, dass man das beste Material hat, wenn man zu den Top 10 gehören will? Wie viel Unterschied macht dann eben am Ende noch das Material aus? Es ist extrem wichtig, wobei momentan alle Firmen auf einem extrem hohen Level sind. Es entscheiden Kleinigkeiten. Ne? Das heißt, wenn du ein Ticken besseres Material hast bei bestimmten Bedingungen, hast du einfach einen kleinen Vorteil. Ja, und so gesehen versuchen wir natürlich, das Optimale aus dem Material dann rauszuholen. Andreas, kannst du mir mal kurz erklären, was du genau machst? Du baust die Bretter und tunst sie auch? Ich bereite die perfekt vor, für Gunnar natürlich speziell. Da kann man unterschiedliche Anpassungen machen, Finnenabstimmung, dass der Winkel von so einer Finne perfekt passt. Was ist eine Finne? Die Finne ist quasi der Spurhalter in dem Surfboard hinten drinne. Und der Gunnar möchte es natürlich super schnell haben. Und da kann man dann immer noch mal ein bisschen Einstellungsarbeit, sage ich das mal, treffen. Und das erarbeite ich dann mit Gunnar. Und so, dass Gunnar sich da perfekt auf dem Board wohlfühlt und damit das richtig am Fliegen ist, damit er Maximum Speed hat und auch gut durch die Halsen kommt und da halt vom Material her keine negativen Einflüsse hat. Das heißt, du bekommst eigentlich schon fast perfektes Material, kann man sagen, aber hast dann noch Spezialwünsche, mit denen du dich an Andreas wendest und der stellt dir das dann nochmal genauso ein, wie du es haben möchtest? Also ich bekomme perfektes Material, wenn ich es auspacke, super gut. Aber ja, oft bringe ich es dann zu Andreas, speziell so Finn, so Kleinigkeiten auch. Und naja, wenn ich die da abhole, dann ist es einfach nochmal eine Nummer besser. Ne? Das ist einfach so. Die Finn sind messerscharf, noch weniger Widerstand, noch besser. Die Oberfläche ist einfach noch besser, noch schneller. Und ja, bringt schon ein bisschen. Du merkst es dann auf dem Wasser auch? Ich merke das absolut auch auf dem Wasser. Was macht es dann für einen Unterschied? Ja, es gibt ja einfach nochmal so ein bisschen mehr Speed und eventuell macht es einfach einen Unterschied, dass ich einen halben Meter mehr mache auf 500 Meter, was ja gar nichts ist, aber dadurch kann ich eventuell als Erster in die Halse gehen. Eben, wenn man unter den Top 3 mitspielt, dann macht dann halt ein Meter auch einen Unterschied. Ganz genau, ein Meter ist dann schon viel und ja, kann auch ein Zentimeter oder so sein, dass du entscheidest, so, ich bin einen Zentimeter weiter vorne als normal und deshalb bist du als Erster in die Halse gegangen. Das sind minimale Sachen, man sieht sowas auch in der Formel 1, da sind es nachher im Qualifying Zentimeter und genauso ist es bei uns auch. Andreas, was ist denn rein theoretisch alles möglich und was ist praktisch überhaupt erlaubt oder wo befindet man sich dann in der Grauzone, dass man sagt, jetzt wird es vielleicht auch unfair den Kollegen gegenüber? Naja, unfair wird es, so wie man an dem Serienboard, die ja eingetragen sind, gelistet sind, darf man rein theoretisch gar nichts dran machen. Es geht natürlich hin und wieder mal was kaputt und dann optimiert man da noch mal ein bisschen. Wir gucken, sortieren gute Bretter aus. Von den guten Brettern suchen wir das Beste quasi aus, vermessen die nochmal und dann entscheidet Gunnar letztendlich, okay, so will ich es haben. Man kann da dann nochmal ein bisschen Feintuning, ein bisschen hier schleifen oder da, wenn da mal eine kleine Macke drin ist oder sowas. Was denn letztendlich auch, wie Gunnar schon sagt, so das Quäntchen nochmal ausmacht, um vielleicht nochmal ein paar Zentimeter weiter vorne zu sein. Das heißt, wenn ich jetzt aber entscheiden würde, ich will einfach mal mit dem Brett so ein bisschen Larifari draußen machen, ohne Wettkampf, dann könnte ich alles Mögliche an dem Brett verändern. Sicherlich. Dann ist man frei und kann sich bei einem Shaper zum Beispiel das perfekte Board für sich selber, für seine eigenen Wünsche was machen, dass man sich selbst darauf wohlfühlt, auf das Fahrkönnen angepasst. Hast du so ein privates Brett sozusagen, mit dem du nicht in den Wettkampf gehst, aber wo du sagst, das ist jetzt perfekt abgestimmt auf das, was ich will auf dem Wasser und womit ich dann am Ende auch am meisten Spaß habe? Nein, also ich habe extrem gutes Material von Starboard und Severn und da ist der Unterschied einfach nicht mehr groß genug. Ne? Also früher war das mal so vor 20 Jahren, da waren die Custom Mates einfach viel, viel, viel besser als die Production Boards, aber mittlerweile sind die Bretter, die du im Laden kaufst. Also du kannst mit dem Material aus dem Laden auch hier gewinnen. Ne? Es vereinfacht nur alles, wenn du noch ein bisschen vielleicht an deinen Brettern, an deinen Boards ein bisschen was veränderst, ein bisschen was vielleicht für deinen eigenen Fahrstil. Aber im Grunde genommen gehst du in den Laden rein, kaufst dir ein Severn Mach 2, Nummer angenommen, und ein Starboard, Isonic, und du kannst hier alle schlagen.
dann vielen Dank. Wir sind gespannt, dich auf dem fein getunten Brett auf dem Wasser zu sehen, hoffentlich morgen dann. Und ja, vielen Dank euch und viel Spaß. Dankeschön, gerne.